Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Live in the Woods. Die Folge heute sollte ein wenig versaut werden, also hoffe ich zumindest. Denn ich möchte mir jetzt ein paar Schweine besorgen, damit ich dann in der ganzen Rezeptgeschichte die nächste Stufe eskalieren kann sozusagen und meine Butterkartoffeln noch mit ein bisschen Schweinefleisch veredeln kann. Und gleichzeitig hoffe ich ja auch noch so ein bisschen die Tomatenkrise noch zu lösen. Weiß nicht, ob mir das gelingt, ob es hier in dem Biom überhaupt den Garten gibt, der mir fehlt. Nee, Zombie brauche ich nicht, danke. Und gleichzeitig bewegen wir uns natürlich auch wieder jetzt in Richtung dieser gefährlichen Gegend, wo ja der Server zusammengebrochen ist. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht nochmal. So, das haben wir uns eigentlich alles auch schon angeguckt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass hier noch irgend so ein Garten sich versteckt. Aber was ich mir vorstellen kann, ist ja eigentlich auch vollkommen unerheblich. Die Frage ist ja, ob er es denn doch tut. Ist das dunkel hier. Gucken wir mal hier in jedes Eck. I. Das war irgendwas Giftiges. Aber was tut man nicht alles? Da sind Pilze, da brauche ich keine, da habe ich genug. Jetzt muss ich nur irgendwie hier hochkommen. Ach, und seht ihr, ich habe schon wieder den Shader vergessen. Verdammt nochmal, das mache ich jetzt einfach mal schnell. Sekunde. So, war nichts gewesen, oder? Nö, ihr habt nichts gemerkt. Sehr schön. Es wird schon spannend genug, auch dann die Schweine nach Hause zu bringen. Ich weiß noch nicht wirklich, wie ich das machen soll. Durch dieses ganze Gestrüpp hier wird das, glaube ich, nicht gerade einfach werden. Übers Wasser ist irgendwie auch doof. Naja, wir gucken mal. So, hier nochmal geschaut, aber das war auch nichts Besonderes. Das sind alles Eichen. Ich hätte ja gerne noch von diesem Palmholz gehabt, aber wie gesagt, das ist die gefährliche Gegend. Die muss ich mal alleine nochmal ausprobieren. Ob ich zumindest irgendwie da an Setzlinge komme, das wäre ja schon alles. Ich muss ja nicht da hinten rumrennen. Wir haben ja auch hier noch viel, viel zu tun. Ich will bauen und tun und machen und ja, für die Küche gibt es auch noch sau viele Sachen. Die müssen wir uns alle mal angucken. Besondere Öfen und Mühlsteine und Butterfass oder sowas in der Art. Alles Mögliche. So, wenn mich nicht alles täuscht, waren die Schweine da hinten auf dieser Anhöhe. Ist also schon ein ganz schönes Stück. Japanischer irgendwas. Ich weiß nicht, ob ich die auch durchs Wasser zerren kann. Haben wir eigentlich eine Spitzhacke dabei? Ja. Denn ich werde hier wohl einen vernünftigen Abgang bauen müssen. Ach ja, und apropos Spitzhacke, da habe ich ja auch noch was, was ich zeigen muss. Oder will. Aber eins nach dem anderen. Ich will hier nichts überstürzen. Jetzt gehen wir erstmal in Richtung Schweine. Erstmal noch ein bisschen Stärkung. Ja, Brösterchen. Und dann... So, da ist eins. Bleibt da mal bitte stehen. So, mit einem kommen wir ja nicht weit. Ah... Die waren doch mehr.
Ein Baumschwein. Kommst du mal da ein Stück runter? Oder so, das geht auch. Ah, da verstecken sie sich alle. So, und jetzt kommt nämlich der spannende Moment. So, die Leinen sehen ein bisschen komisch aus. Das liegt am Shader. Das ist ja auch bei der Angel so. Ist aber, glaube ich, nicht gar so schlimm. Ich kann jetzt auch nicht so schnell laufen, weil sonst die Schnur reißt. Ich nehme jetzt auch extra 4 Stück mit. Schon einkalkulierend, dass vielleicht nicht alle mitkommen werden. So, mir wäre es eigentlich auch ganz lieb, wenn wir das irgendwie so an Küstennähe machen können. Dazu müsste ich jetzt aber erstmal einen Abgang finden, der auch schweinetauglich ist. Die sollen sich ja nicht wehtun. Denn wenn einer den wehtut, dann bin ich das. Und zwar später mit dem Schwert. So, also unten wären wir schon mal. Jetzt kommt ja die spannende Frage, wie das im Wasser ist. Ah, geht ganz gut. Oh, da unten ist Eisen. So, ich hoffe, ich habe mich jetzt mit der Uhrzeit nicht verkalkuliert. Das wird jetzt noch fehlen, dass es dunkel wird. Hoch da. Und es wird dunkel. Ja, wunderbar. So, hier sieht es eigentlich ganz gut aus. Hier können wir jetzt ein bisschen Strecke machen. So, rennen darf ich aber nicht. Oh, die Schatten werden länger. Okay, eins haben wir verloren. Wartet mal. Sind meine Leine hin. Also. So, kann ich euch denn nicht... So. Die Schweine sind angeleint. Mal gucken, ob ich die andere Leine noch finde, die ich verloren habe. Nee, ich glaube, so kurzfristig jetzt nicht. Ja, dann hast du erstmal Glück gehabt. Und jetzt mache ich einen flinken Fuß nach Hause. Ja, in so 10 Minuten ist einfach nichts dran. Das ist, ja... Immer wieder faszinierend bei Minecraft irgendwie.
hat man das Gefühl, die Zeit vergeht viel schneller als in Wahrheit. Aber wenigstens haben wir schon mal ein paar Schweine dort ja, ein Stück weit gebracht. Also ganz erfolglos war die ganze Geschichte ja nicht. Oh, hoffentlich kommt jetzt kein Hai, wenn ich hier so fröhlich rumschwimme. Wobei Haie sind, glaube ich, momentan auch meine geringere Sorge. Ich habe da ganz andere Kameraden so im Verdacht, dass sie jetzt bald erscheinen könnten. Und ja. Warum habe ich auch mein Bett nicht dabei? Sonst schleife ich immer dieses doofe Bett mit mir rum. Ja, nämlich genau ihr. Das ist ja ganz schön gruselig. Der Mond ist ganz schön hell. Och, aber dafür brennen unsere Gartenlaternen. Das ist doch heimelig. Genauso wie die Spinnen dort krabbeln und gute Nacht. Ah. So, jetzt gucken wir erstmal, ja. Ob hier ein bisschen Party ist. Kommst du auch noch oder zur Party oder dauert es noch? Der da hinten, den möchte ich jetzt nicht hier im Haus haben. So, aber apropos am Haus. Komm doch rein. Na, haben die Kühe auch einen umgebracht? Brav, Mädels. Und was ist mit dem da? Also, solange es keine Creeper sind, ist mir das noch ziemlich, ja, nehme ich das gelassen hin. Im Gewächshaus wird hier wohl keiner sein. Okay. Und dann schnell noch einen Blick auf die diversen Baustellen. Okay. Ist alles gesichert, dann können wir jetzt weiter die Schweine einsammeln. Ich tue euch jetzt aber den Weg nicht nochmal an, weil mir einfach die Folge sonst zu lang wird. Ich wollte ja noch was zeigen und das ist auch interessant. Ich habe nämlich beim Graben hier noch was gefunden und das habe ich noch nie gesehen und ja, die Nicht-Live-in-the-Woods-Spieler sowieso nicht und vielleicht von den anderen sind auch welche noch nicht so, ja, weit nach unten gedrungen oder hatten das falsche Biom oder was auch immer. Und ich habe jetzt schon 10-mal erzählt, ich möchte hier mal einen richtigen Abgang machen und ja. Stattdessen wird hier nur gehoppelt und das kostet Energie und das ist blöd. So, gucken. Ist hier hell genug? Ja, genau. Und zwar, was wollte ich euch zeigen? Das hier. Das ist Amber, also Bernstein. Wobei es ein bisschen österlich aussieht. War jetzt auch nicht so viel. Die Diamanten hatte ich gezeigt. Da habe ich nochmal Redstone gefunden. Brauchen wir jetzt aber nicht. Aber wir haben jetzt hier ja zweimal Ember. Und ich habe keine Ahnung, was man damit anstellt. Sieht aber irgendwie wertvoll aus. Vor allen Dingen, wenn es nur in so kleinen Dosen hier auch kommt. Deswegen denke ich auch, dass ein Verzauberungstisch langsam mal sehr, sehr wichtig wäre. Gerade für Glück. Damit wir nämlich bei diesen seltenen Dingen vielleicht ein bisschen mehr Ertrag haben, wobei ich jetzt nicht weiß, ob Glücksspitzhacken jetzt zum Beispiel hier den Bernstein überhaupt tangieren oder ob das egal ist. Ist ja auch im normalen Minecraft so, dass es nicht mit allem funktioniert. Ja, hier habe ich mir noch so ein paar Pilzgärten abgelegt, die ich gerade nicht brauche. Und hier wachsen die Kartoffeln immer noch und es sieht auch tatsächlich so aus, als würden sie wachsen, aber wie gesagt, schon in der
War es in der letzten Folge? Naja, auf jeden Fall sehr, sehr langsam. Weil das Wachstum hier ohnehin sehr, sehr langsam ist. Wir haben noch kein verrottetes Fleisch. Achso, weil ich das immer kompostiere, glaube ich. Aber gut, solange ich auch keine Dorfbewohner zum Handeln habe, ist das hier auch noch voll. Jetzt muss der Bernstein da rein, da gehört er nicht rein. Naja. Ist ja auch egal. Wir spielen hier ja nicht das Lagersystemspiel, sondern Minecraft. So, die Sonne ist schon wieder, es ist echt der Wahnsinn, die Sonne ist schon wieder halb da hinübergezogen. Das bedeutet, ich mache jetzt keinen weiteren Versuch mit den Schweinen. Die Äpfel sind auch noch nicht reif. Doch einer. Ich wollte schon sagen, ich habe den Apfel nicht gefunden. Ja, ich habe auch noch einen interessanten Baum gefunden, der ist irgendwo in dieser Richtung. Da wächst auch irgendwas dran. Das muss ich mir erst übersetzen. Das war mir jetzt überhaupt nicht klar. Was könnten wir denn jetzt noch machen mit der Zeit? Ach ja, ich wollte ja noch mal eine. Es gibt auch Fischfallen. Übrigens auch Tierfallen. Eine Fishtrap. Also eine Kiste, dreimal Kordel. Kordel, sagt man hier so in Hessen. Und eine Angel. Oh, das ist mir jetzt zu teuer, vor allem was die Fäden betrifft. Okay, das machen wir vielleicht in der nächsten Folge. Ich besorge mir noch ein paar Fäden inzwischen. Und die normale, hier gibt es nämlich auch eine Animal Trap. Ja, die sieht dann genauso aus. Okay. Da besorge ich uns ein paar Fäden. Wobei, lasst mich nicht lügen. Haben wir nicht irgendwo Baumwolle? Oder hatte ich die erst gar nicht angepflanzt? Ach, ich glaube, ich hatte sie nicht angepflanzt, weil man sie angeblich nicht braucht. Also habe ich mir selbst eingeredet. Zucchini, ach nee, die wird man erkennen. Dann haben wir die im Schrank liegen. Ja, da liegt sie gut. Okay, dann baue ich derzeit mal ein bisschen Baumwolle an. Denn aus Baumwolle kann man Fäden herstellen. Das ist nämlich auch sehr gut. Und sowas wie Baumwolle zum Beispiel, das eignet sich doch perfekt hier für unseren Untergrund. Das ist ja nun keine Nutzpflanze zum Essen. Machen wir mal ganz da außen. Ich hoffe, das ist noch hell genug. Weil ich denke mal, es wird so sein, dass wenn es zu dunkel ist, dann glitschen die ja immer so aus der Erde wieder raus. So war es jedenfalls immer im normalen Minecraft. Und ich denke mal, das ist dann hier genauso. Werden wir sehen. So, da gibt es Cotton Seed. Genau, so gibt es Kordel. Denn so viel habe ich nicht mehr. Das ist nämlich draufgegangen für die Leinen. Leinenlos, sagt ja auch der Kapitän. Ja, dann könnte ich jetzt die Folge entweder beenden oder wir gehen einfach nochmal spazieren. Diesmal nehme ich auch das Bett mit in Richtung der Schweine, damit ich dann am nächsten Morgen direkt starten kann. Das dann aber ohne Aufnahme, sonst wird das hier fast so in Livestream-Größe. Das muss ja nun nicht sein. Und dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht, ob ich noch Tomaten finde, ob ich die Schweine wirklich nach Hause bringe. Also offene Fragen, die aber mit Sicherheit geklärt werden. Ich hoffe zu, ja, meiner Zufriedenheit und zu eurer dann auch. Die Schweine sind auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Wir brauchen nämlich für vieles Schweinefleisch. Oh. Das schon immer so? Dann bin ich wahrscheinlich nur durch Zufall da noch nicht reingefallen. Naja, man muss auch Glück haben.
Und apropos Glück, ich hoffe ja auch, dass die Schweine noch da sind, wo sie sein sollen. Das kriegen wir übrigens noch in der Folge noch raus, bevor ich schlafen muss. Oh, da ist ein Watergarden. Das ist schön. Das ist ein Garten, der uns noch gefehlt hat. Mit dem muss ich mich dann auch mal auseinandersetzen. Den kann man nämlich logischerweise nicht mehr hier auf, ja, Sand oder so setzen und ins Wasser wohl auch nicht. Weil ich habe irgendwas gelesen mit einem Hilfsblock oder so geht das. Mal ausprobieren. Ah. Mal gucken, was da so drin ist. Fisch. Und irgend so ein Oktopode. Naja, also ob ich das essen möchte, weiß ich nicht. Trotzdem nehmen wir mal so einen Garden mit. Habe ich das Vieh jetzt gegessen? Nein. Das kann ja nicht schaden. Und ja, die Sonne neigt sich. Und dann wollen wir jetzt doch mal ein wenig schlafen gehen. Na, noch ist nicht genug geneigt. Mit diesem romantischen Bild sage ich Tschüss, macht's gut und bis nächstes Mal.